Ja, Freunde, stark geschwächt begrüße ich euch zurück zu Let's Play Empire Total War im Darth Mod. Unsere Errungenschaft, die wir gerade haben, dürfen wir jetzt auch extrem gut verteidigen. Ich hoffe, wir sind dem gewachsen. Ich hoffe es wirklich. Ansonsten werden wir jetzt gleich ganz schön hart auseinandergenommen. So. Er schickt mir komplett frische Truppen. Ich habe jetzt die Kanonen vor die Mauer gestellt, mein Gott. Also entweder gehe ich hier glorreich unter oder halt eben, ja. Naja, mal schauen, was sich hier reißen lässt. Ich fürchte nicht allzu viel. Aber ich werde dennoch mein Bestes geben, um diese Stadt hier zu verteidigen. Okay, die wanken schon mal. Das ist gut. Achso, die sind komplett. Aber meine Einheiten können sich schön leveln. So, da zieht sich schon der erste Feind zurück. Dank meiner geilen Artillerie. Wir sollen gleich mal die Indomusketiere hier aufs Korn nehmen. Was haben wir denn hier? Indomusketiere und Bagir-Infanterie. Na, das dürfte schwierig sein. Oh, scheiße. Sie haben eine Bresche geschossen. Das ging jetzt aber schnell. Banken direkt, das werde ich nutzen. Boah, die fliegen gleich komplett hier, sehr schön. Gleich mal die Kavallerie hinterher schicken. Den hier werde ich schön in den Rücken fallen. Die Bürger. Die Bürger lasse ich jetzt mal so stehen. Ich fällt hier gerade keine bessere Verwendungsmöglichkeit für die ein. Natürlich. Ich wollte ihn gerade rausziehen, weißt du? Okay, die Bürger dürfen noch was anders machen. 500 Mann, hä? Oh, ich will die Stadt nicht direkt wieder verlieren. Nicht irgendwie schnell seine Artillerie überreiten, die eh nicht so zahlreich ist. Kommt, Leute, versucht's doch mal irgendwie seine. Naja, aber der fängt mich locker. Oh, wobei. Ich probier's jetzt einfach mal. Entweder sie schaffen's oder sie schaffen's nicht. Viel mehr Alternativen bleiben sowieso nicht. Wenn sie es schaffen, die feindliche Artillerie in die Flucht zu schlagen, umso besser. Wenn sie es nicht schaffen, dann, ja, das ist auch kein großer Verlust. Lass den Scheiß, Leute. Flieht lieber. Das hat doch eh alles keinen Sinn mehr. Meine Generalsleibwache hält sich ja sehr gut.
So, habe ich es jetzt geschafft, die feindlichen Kanonen in die Flucht zu schlagen? Ja, habe ich. Aber danach haben sie mich in die Flucht geschlagen. Ärgerliche Sache, das mit dem in die Flucht schlagen. So, ihr bemannt mal schnell wie die Mauern. Nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Bemannen. Ja, ihr seid nur zu zweit. Zu zweit können sie nicht so bemannen. Dann los! Opfert euch heroisch. Leute, schafft das jetzt einfach. Sogar nicht gehen, sprinten, habe ich gesagt. Los. Los, Leibwache des Generals, auch wenn der General tot ist. Alter, wenn wir das gewinnen, wird das definitiv ein verdammt knapper Sieg. Dass ich diese diese Verteidigungsmörser hier habe. Sind noch drei Leute, ihr dürft meinetwegen ruhig fliehen und sterben in Schande. Ja Mann, Generalsleibwache kann ja jetzt tatsächlich noch was reißen. Die, wenn sie sich hier schön abknallen lassen, dann können sie mir auch noch was reißen. Hin. Was macht die hier hinten eigentlich? Da hinten bringt ihr mir nichts. An die Front mit euch. Ach Leute, was macht ihr denn da? Mann in die Kanone, das ist doch gar nicht mehr so doof. Eine zerstörte Festung zu halten, wird definitiv kein Kinderspiel werden. Aber wir haben dennoch hier gerade sehr gute Karten. Dafür nur der Feindschaft des irgendwie zu verkacken und sich zurück und muss sich zurückziehen oder so. Die Bürger sind gerade tatsächlich meine größte Hoffnung, die ich habe. Okay, irgendwie. Gehst du mal auf die bitte. Was macht ihr da? Stellt euch doch jetzt bitte endlich richtig auf. Mit so vielen Einheiten ist es auch wieder scheiße. Auf die da hinten schießen bitte und sie treffen. Das wäre Knorke. Okay, ich fürchte den Plan, dass meine Bürger hier noch irgendwas zustande bringen, kann ich verwerfen.
den Plan, dass meine Kavallerie vielleicht noch irgendwas zustande bringt, kann ich, glaube ich, auch verwerfen. Den Plan, dass ich diese Schlacht gewinne, kann ich, glaube ich, ebenfalls verwerfen. Ich glaube, ich werde mal schneller Vorlauf machen. So, ihr lieben Bürger. Was machen sie jetzt wieder? Was machen die? Was zum Teufel machen sie? Ah, na super. Jetzt ist mal einer von den Gegnern auf die Idee gekommen. Ja, super. Ja, dagegen kann ich jetzt nichts machen. Wir nehmen halt das ein. Da kommt jetzt zwar sowieso nicht rein, aber... Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, echt. Das heißt jetzt, ihr hier im Prinzip mal bitte alle... Runde da. Die letzte Hoffnung ist gestorben mit diesen dummen Bürgern, ey. Jetzt wanken die auch noch. Oh, kommt schon, wir müssen den Feind unbedingt killen hier im Innenhof. Ernsthaft, hey, ich tue mit denen nur rum. Die bringen nichts. Es sind noch 461 Mann, 40 Mann sind gestorben und ich glaube, ohne dass die einen Kill gemacht haben. Ja, mit den Mörsern kann ich sowieso knicken, irgendwas zu treffen. Könnte ich höchstens jetzt da hinten mal nochmal auf den General schießen und hoffen, dass der irgendwas reißt. Aus habe ich einen Feind verloren. Super. Ja, ich glaube, die Bürger werden heute nicht mehr zum Feuern kommen. Wahnsinn, es sind schon über 100 Bürger gestorben und noch keinen einzigen Schuss haben die abgegeben. So, hält jetzt bitte mal die Freundlichkeit. Ihr habt euch aufgestellt. Der Feind steht ein paar Meter vor euch. Was? Wir sollen auch schießen? Ja, nee. So, könnt ihr jetzt mal bitte? Danke. Das hat mir ungemein geholfen. Na, hat's tatsächlich. Schön weiter die Lanzenreiter unter Beschuss zu nehmen. So, was macht ihr? Was macht ihr da? Stopp! Einfach nur stopp! Erstmal zurück. Oh Jesus. Ich sehe schon, diese Schlacht hier wird auch wieder zwei Parts einnehmen. Es tut mir ja wirklich leid, Freunde. Dass ihr da jetzt so leiden müsst und so viele Echtzeitschlachten mitverfolgen müsst. Aber ich kämpfe hier ja gerade um meine schiere Existenz. Dieser Marate, der wehrt sich gegen seine Auslöschung, ja, sträubt sich mit Händen und Füßen dagegen.
So, und jetzt um noch mal auf 100%ige Sicherheit zu gehen, dürft ihr hier die Kanonen bemannen. Ihr geht da rein. Der Rest von euch Spacken darf sich dem feindlichen General stellen. Weil es euch ja so gewünscht hat. Ihr dürft übrigens auch mit. So, ich würde mal sagen, das machen wir mal im schnellen Vorlauf. Noch irgendwie eine Einheit angezeigt, die ich nicht sehe. Ja, ich habe ja schon gewusst, dass die wieder zurückkommen. Ich habe es ja irgendwie gewusst. So. Schießt immer auf die. Wenn ich den Rest meiner Armee vorrücken lasse. So, und jetzt bitte, 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 bitte schießt ihn einfach zusammen. Schießt ihn zum Mond, schießt ihn zur Hölle. Ist mir eigentlich egal, wohin. Hauptsache. Dari-Reiter, ja, natürlich. Ich meine, es kam mir schon fast Langeweile auf. Da bilde ich mir das gerade nur ein. Oder rotzen die ganz schön rüber hier? Ich habe sowieso keine Muni mehr. So, Bürger, ihr habt noch die größte Firepower hier. Tut mir doch mal bitte den Gefallen. Alter, ihm sterben die Leute wie die Fliegen weg. Das interessiert ihn nicht. Er hat sogar noch entspannt Zeit, sich neu aufzustellen. Er wankt nicht mal mehr. So, wenn du jetzt versuchst, mir hier in die Flanke zu fallen, du Penner. Ich bin auf dich vorbereitet. Bürger! Könnte jetzt mein ganzes Vorhaben hier gefährden.
Ja, der verfolgt jetzt hier meine Leute. Das darf er sehr gerne tun, meinetwegen. Oh, Freunde. Wenn das kein knapper Sieg war. Steht mir bei, meine braven Grenadiere. Charles Lee, US-General, seine letzten Worte. Bevor er von Connor erstochen wurde. Pff. Jetzt schickt er mir nochmal eine Full-Stack-Armee auf den Hals. Hm, da kann man nichts machen. So, ein Agent rekrutiert in Mysore. Ich glaube, Theodosio de Paiva. Den werden wir gleich mal hier in die nächste Uni schicken. Wir können damit noch einen Erforschungszweig aufmachen. Und hier möchte ich ganz gerne Fruchtwechsel mit 4 Früchten erforschen. Eieiei, ganz viele Ereignisse nachrichten. So, Agent rekrutiert. Geisteswissenschaftlicher Fortschritt, Arbeitsteilung. Nice one. Forderungsschreiben in Bijapur. Arbeiter streiken. Natürlich tun sie das. Das tun sie immer. Gefolgsmann gefunden. Das Gefolge aus Dienern und Freunden dieses Mannes hat Zuwachs erhalten. Tja, das ist wahrscheinlich der, der gestorben ist. Baubericht. Jawohl, ja. Heroischer Tod. Bartolomeo Karl Valhall. Und Maximo Dominguez ist ein Banker mit Leib und Seele. Das ist doch cool. So, zu doof, dass ich jetzt mit meinen Häfen hier gar nichts mehr machen kann. Naja, hier möchte ich ganz gerne bitte nicht Ding erforschen, den Utilitarismus, sondern ich möchte ganz gerne das Thylenbajonett erforschen. Gleichschritt, was bringt denn der? Stärkt Prestige, erhöht die Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Das ist eigentlich auch recht cool. Aber dennoch hätte ich jetzt ganz gerne das Bajonett mit Thyle. So. Die wurden jetzt zwar ganz gut geschlagen, aber... Ihr wisst ja, wie es ist, Freunde. So, mit denen hier ziehe ich mich jetzt mal nach Goa... Nach Goa zurück. Dass sie vollständig geheilt werden mögen. Die Armee hier... 4000, um sie fortzubilden. Ein neuer General, Donato Sosa. Nein, wie ein Sosa. Sehr schön. Donato Sosa wird's retten. Ihr werdet schon sehen, Freunde. Die hier, wie gesagt, recht angeschlagen. Jetzt schauen wir erstmal, was wir in Europe noch alles machen können. Hier kann ich jetzt den Gouverneurspalast bauen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Momentan ist hier in Europa Gott sei Dank Funkstille. Ich kann mich voll und ganz auf die Kolonien konzentrieren. Ich könnte eigentlich hier mal... Oh, ich kann jetzt mehr Leute ausbilden. Carabinieri. Exilanteninfanterie. Ich glaube, die bilde ich hier mal aus. Und auch in der neuen Welt ist Ausbildung gefragt. So, Kompanie Kavallerie, Kompanie Inf... Oh, hier habe ich ja viele Ausbildungsplätze. Jawoll, ja. Freunde, aber ich sehe schon wieder, leider ist der Part wieder am Ende. Und deshalb hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns hier durchbeißen gegen die wohl übermächtigen Maraten. Und es wieder heißt, Let's Play... Empire Total War. Und wir werden wohl dann auch einen Aufstand niederschlagen dürfen. Bis dahin, euer Max. Ciao, macht's gut, Freunde.